Was die Welt bewegt, sind Wellen. Nicht nur im Wasser, sondern auch in der Luft, wie zum Beispiel die Schallwellen. Im ganzen Universum kann man in jedem Maßstab Wellen oder Wellenphänomene beobachten. So lehren es uns jedenfalls die Physiker. In diesem Film geht es um Wellen, die uns wie Schallwellen ständig umgeben, elektromagnetische Wellen. Besteht aus elektromagnetischen Wellen. Insbesondere die Sonne sendet elektromagnetische Strahlung aller Wellenlängen aus. Besonders lange Wellen nehmen wir als Wärme wahr. Besonders kurze Wellen schaden uns als Röntgen- und UV-Strahlung. Nur ein kleiner Frequenzbereich der Strahlung ist für uns sichtbar, als Licht. Menschen haben immer versucht, das Licht zu beherrschen, das Feuer zum Beispiel. Als Lichtquelle war es jedoch gefährlich, zu unpraktisch und ineffizient. Erst die Entdeckung der Elektrizität und bald darauf die Erfindung der Glühbirne war ein Meilenstein in der Beherrschung des Lichts. Heute spielt Licht in der Kommunikationstechnologie eine zunehmend bedeutsame Rolle, denn Licht ist schneller als Strom. Und im Informationszeitalter ist Geschwindigkeit der alles entscheidende Faktor. Noch steckt die Forschung an Lichtleitern in den Kinderschuhen. Es fehlen geeignete Werkstoffe, mit denen sich Licht leiten und schalten lässt. Inzwischen wurde jedoch ein Werkstoff entdeckt, der all dies verspricht. Zwei amerikanische Wissenschaftler hatten, unabhängig voneinander, vor 14 Jahren die gleiche Idee. Es begann 1986. Ein Elektroingenieur war in den Forschungslabors der Telefongesellschaft Bell damit beschäftigt, Laser effizienter zu machen. Der Wissenschaftler Eli Jablonowitsch hatte ein Problem. Das größte Problem mit Lasern ist nicht das Laserlicht, das sie erzeugen. Das größte Problem ist das gewöhnliche Licht und dieses Streulicht nennen wir spontane Emission. Laserlicht ist besonders reines Licht. Es entsteht dabei jedoch Streulicht. Diese spontanen Emissionen in alle Richtungen kosten Energie und stören. Nur wenn eine Laserdiode wenig Energie verbraucht und sich schnell ein- und ausschalten lässt, ohne dass Streulicht entsteht, kann sie in der Lichttechnik der Zukunft eine Rolle spielen. Um dieses Problem zu lösen, mussten wir das Licht blockieren, egal in welche Richtung. Ich erkannte, dass wir etwas Ähnliches schaffen müssten wie das, was in einem Halbleiter geschieht. Das heißt, wir brauchten so etwas wie ein ausgeschlossenes Frequenzband. Ausgeschlossen heißt, egal wo das Licht hin will, nirgendwo kann es weiter. Halbleiter. Unsere gesamte elektronische Umgebung ist aus ihnen aufgebaut. Halbleiter leiten den Strom nur, wenn eine bestimmte Spannung überschritten wird. Ein Computerchip zum Beispiel ist nichts anderes als ein in ein kleines Gehäuse integrierter Schaltkreis aus Millionen von verschiedenen Halbleitern. Die Idee des Stromhalbleiters auf Licht zu übertragen, erschien vor 15 Jahren noch abwegig. Denn Strom, das sind Elektronen, die eine Ladung tragen, sich anziehen und abstoßen. Licht aber, das sind Photonen. Lichtteilchen, die keine Ladung haben und sich daher nicht gegenseitig stören. Auch wenn bisher immer von Lichtwellen die Rede war, die Welt lässt sich physikalisch auch mit Teilchen beschreiben, je nachdem, welches Phänomen man erklären möchte. Die Physiker nennen dies den Welle-Teilchen-Dualismus. In Toronto war 1986 zur gleichen Zeit ein anderer Wissenschaftler, der theoretisch arbeitende Physiker Sajeev John, mit dem Problem beschäftigt, wie man Lichtteilchen an einem Ort erkennen und halten kann.
Damals, 1987, war ich an der grundlegenden Frage interessiert, kann man ein Material schaffen, das Licht fangen kann, genauso wie heutzutage ein Halbleitermaterial Elektronen fangen kann? Es begann also als eine recht unschuldige und rein wissenschaftliche Frage und wir merkten erst später, dass sie einige Konsequenzen für die Technik beinhalten sollte. Which then later we realized had a lot of technological implications as well. John ahnte, Licht zu 100% zu fangen, also zu reflektieren und damit verlustfrei leiten zu können, das würde einen Meilenstein in der Technik bedeuten. Vielleicht würde es dann möglich sein, einen photonischen Transistor zu bauen. Ja, ganze photonische Schaltungen. Vielleicht irgendwann einmal einen Computer, der in Lichtgeschwindigkeit rechnet. Doch zunächst fehlten die Voraussetzungen. Wie soll ein Netz aussehen, mit dem man Licht fängt? I had in mind an idea of simply having layers vertically. Ich dachte zunächst an einfache vertikale Schichten, aber dann erkannte ich, dass das nicht genug sein würde, dass ich ebenso horizontale Reihen haben müsste. Und an einem bestimmten Punkt wurde mir klar, es müsste einem Schachbrett ähneln und das war der Moment der Erfindung. Der Moment der Erfindung kam im Dezember 1986. Ich arbeitete schnell die Ideen aus, schrieb einen Aufsatz, verlor wahrscheinlich eine Menge Schlaf, während ich erkannte, dass etwas Grundlegendes passiert war und dass es unsere Sicht von Licht-Materie-Beziehungen verändern würde. Kaum jemand verstand oder glaubte es damals. Es wurde ihm nicht viel Aufmerksamkeit geschenkt. But very few people understood it or believed it at that time. Not too much attention was paid immediately. John schrieb einen Aufsatz, Jablonowitsch schrieb einen Aufsatz. Wie so oft hat jede Zeit ihre eigenen Fragen und oft auch dieselben Antworten. Wir reichten also unsere Papiere bei derselben Fachzeitschrift ein und danach meldete sich der Redakteur und informierte uns, dass der jeweils andere ein Papier verfasst hatte, das zum selben Ergebnis kam. Später, im Frühjahr 87, trafen wir uns dann zum ersten Mal in der Princeton University und dachten darüber nach, wie wir es denn nennen sollten. Dort haben wir beide beschlossen, dass es photonisches Bandlückenmaterial heißen soll. Photonisches Bandlückenmaterial, ein nicht gerade verständlicher Name. Eine viel griffigere Bezeichnung fanden die beiden später durch die Analogie zu bestimmten Kristallen. Spektrolithe, wie auch Opale, die wie die Atome eines Diamanten angeordnet sind, sind die natürlichen Verwandten der photonischen Bandlückenmaterialien. Die Kristallstruktur des Diamanten wurde überraschenderweise 1990 entdeckt. Sie erwies sich ebenfalls als eine ideale photonische Kristallstruktur und das hätte vorher sicher niemand vermutet. Die periodische Struktur eines Diamanten oder auch eines Opals gleicht Kugeln, die aufeinander gestapelt werden. Eine Kiste mit gleich großen Kugeln ist aber noch kein photonischer Kristall. Erst wenn die Raumverhältnisse umgekehrt werden, wenn die Lücken fest und die Kugeln zu Lücken werden, funktioniert das Netz für elektromagnetische Wellen perfekt. Es gibt viele ähnliche Strukturen dieser Art in der Natur, aber nie kommt es zu einer vollständigen Bandlücke, in der sich elektromagnetische Wellen nicht ausbreiten können. Das ist etwas, was noch nicht einmal die Natur bewerkstelligen kann. Und wir konnten es auch nicht. Doch inzwischen hat man es gelernt. Und nicht nur mit Lichtwellen. Handys strahlen eine Menge elektromagnetischer Wellen ab, deren Wirkung auf den Kopf umstritten ist. Auch hier wecken die photonischen Kristalle Hoffnungen. Wir können eine Abschirmung entwickeln, die die elektromagnetischen Wellen vom Kopf wegleitet. So wird das Handy vor allem effizienter. Es wird keine große Batterie benötigen. Die Sprechzeit wird länger und der Benutzer wird einen besseren Empfang haben. Welchem Handyhersteller er seine Erfindung verkauft hat, verrät Jablonowitsch jedoch nicht. Schauplatzwechsel. In der Materialforschung ist international ein Forschungswettlauf ausgebrochen. Auch in Deutschland.
Inzwischen wurde die Forschung an photonischen Kristallen zum Schwerpunktthema der Deutschen Forschungsgesellschaft erklärt. Ralf Wehrspohn ist einer der Koordinatoren. Am Max-Planck-Institut für Mikrostrukturphysik in Halle leitet er eine Fachgruppe für die Erforschung des neuen Materials. Wir arbeiten hier an elektrochemisch hergestellten photonischen Kristallen. Die sind entwickelt worden 1990 von Infineon. Und Deutschland war das Land, was zuerst gezeigt hat, dass es einen zweidimensionalen photonischen Kristall im Infrarotbereich gibt. Die Herstellung der Prototypen ist noch reine Handarbeit. Das Ausgangsmaterial hier sind herkömmliche Silizium-Wafer, dünne Scheiben aus Sand gewissermaßen, wie sie eigentlich für die elektronische Chipindustrie hergestellt werden. Im staubfreien Reinraum werden sie mit Hilfe einer Zentrifuge besonders dünn und gleichmäßig lackiert. Damit daraus ein photonischer Kristall wird, muss die Oberfläche als nächstes porös gemacht werden. Sie muss unzählige winzige Löcher im gleichen Abstand bekommen. Das geschieht in dieser Ätzmaschine. Diese Strukturen werden elektrochemisch geätzt und haben also neben den perfekten photonischen Kristallen einzelne Bauteile oder Komponenten integriert. Zum Beispiel ein gerader Lichtwellenleiter, ein geknickter Lichtwellenleiter oder ein Wellenverzweiger. Ein photonischer Kristall schillert, weil er die verschiedenen Wellenlängen des weißen Lichtes in unterschiedlichen Winkeln reflektiert. Unsichtbar für unsere Augen die poröse Struktur und die darin verlaufenden Bahnen. Die Photonen können nur diese Bahnen entlang laufen. Ganz so wie eine Kugel auf einem Holzkanal nur seiner Bahn folgen kann. Photonen sind sehr klein. Sehen kann man sie noch nicht einmal mit einem Elektronenmikroskop. Doch was man unter vieltausendfacher Vergrößerung erblickt, sind die Poren, an denen die Lichtwellen scheitern. Das Licht kann in diesem Kristall nicht durch die in diesem speziellen Fall röhrenförmigen Poren dringen. Es wird an den Wänden zu 100% gespiegelt. Die Fähigkeit, ein Material kreieren zu können, das Wellen einer vorher genau bestimmbaren Länge zu 100% blockiert, eröffnet der Technik auf allen Ebenen ungeheure Möglichkeiten. Noch sind die meisten Anwendungen Ideen oder allenfalls in der Erprobung. Eine ganze Reihe von Anwendungen werden sich in der Beleuchtungstechnik ergeben. Zuallererst und noch vor den Lasern verspricht man sich für Leuchtdioden eine Verbesserung. Das Problem bei typischen Leuchtdioden ist, dass die, so wir nennen das externe Quantenausbau, das heißt, das Licht, die Anzahl der Elektronen, das heißt die Anzahl den Strom, den ich reinschicke und wie viel Licht ich dann aus der LED rausbekomme, ist sehr niedrig bei ganz herkömmlichen LEDs. Das liegt im Bereich von typischerweise 2-4%. Funzelige Leuchtdioden gibt es seit über 30 Jahren. Die derzeitigen Dioden sind schon bedeutend heller geworden. Ihre Lichtausbeute liegt bei rund 20%. Und statt wie früher nur in Grün und Rot, gibt es sie inzwischen sogar in Blau und Weiß. Dioden werden zunehmend als Hintergrundbeleuchtung eingesetzt. Eine wirkliche Revolution der Beleuchtung stünde bevor, wenn in der Beleuchtungstechnik die Eigenschaften photonischer Kristalle ausgenutzt werden. Eine Quantenausbeute von nahezu 100% wäre denkbar. Leuchtdioden wären dann so hell wie normale Glühbirnen, verbrauchten aber nur einen Bruchteil des Stromes. Doch noch ist man nicht so weit. Zurück zur Theorie. Sajiev John, der eine Entdecker des photonischen Kristalles, hat mit seinem internationalen Team vor gut einem Jahr den ersten Kristall zur Blockade von kurzen Wellenlängen im Bereich des Lichtes hergestellt. Das war vorher nur theoretisch möglich. Also
Der Kristall, den wir an der Universität Toronto hergestellt haben, war wahrscheinlich das erste dreidimensionale photonische Bandlückenmaterial aus Silizium. Es verlangte sehr hohe Präzision bei der Herstellung, denn die Hohlkugeln des Kristallgitters hatten einen Durchmesser von nur 870 Nanometern. Ein Haar zum Vergleich ist 100 Mal dicker und die Kugeln mussten alle richtig liegen. Jablonowitschs großporige Kristalle funktionieren bislang nur bei sehr langen Wellen. Dieses Material aber spiegelt Wellen mit einer Länge von nur ungefähr 1,5 Mikrometern. In diesem Wellenlängenbereich spielt sich die Telekommunikation ab. In dieser Grafik sieht man, wie die Wellen sozusagen gegen ihre Bandlücke stoßen. Sie können das hier unsichtbare Kristallgitter nicht passieren. Nur wenn man Röhren in den Kristall bohren würde, könnte sich das Licht, genau wie die Murmeln, entlang der Röhren ausbreiten. In einem dreidimensionalen Kristall kann man Licht nach oben oder unten oder um Ecken leiten oder teilen, ohne Verluste. Das ist ein Unterschied zu den Kristallscheiben aus Halle. Dort lässt sich das Licht nur in zwei Dimensionen leiten. In der Grafik sieht man, wie die elektromagnetischen Wellen von Geisterhand durch die Kanäle geleitet werden. Durch die Herstellung eines solchen perfekten Lichtleiters ist die Tür offen für die Entwicklung eines photonischen Chips. Ein integriertes Rechenmodul, das die Analogie zur Elektronik auf die Spitze treibt. Letztlich möchten wir photonische Kristalle designen, die den heutigen Chip im Computer ersetzen. Und statt elektrischer Signale sollen optische Signale durch die Schaltungen geleitet werden. Mit dem Unterschied, dass sie 100 oder 1000 Mal schneller sein werden. Except maybe 100 or 1000 times faster than the operations that are being done electronically. Darüber hinaus erlauben Photonen auch eine völlig neue Architektur des Computers. Mit Elektronen besteht das Problem der gegenseitigen Beeinflussung auf parallelen Leitungen oder Kreuzungen. Mit optischen Wellen aber wird ein mehr neuronaler Typ des Computers möglich sein. Eine wirklich dreidimensionale Architektur, in der Strahlen sich unbeeinflusst kreuzen und gleichzeitig viele Prozessorknoten vernetzen. Doch bevor wir unsere derzeitigen Computer durch photonische ersetzen, werden wir die Kristalle vermutlich auf einem ganz anderen Feld wahrnehmen. Andere Anwendungen werden sich aufgrund ihres Aussehens ergeben. Opale werden ja gerne als Schmuck getragen. Ja, er wird seinen Weg in die Modeindustrie finden. Eine erste modische Anwendung ist ein Lackpigment. Dieser Camaro trägt ein Kleid aus mikroskopisch kleinen photonischen Kristallen. Abhängig vom Winkel, in dem das Licht auftrifft, ändert sich die Farbe. Schillernde Beschichtungen oder Schmuck aus photonischen Kristallen werden jedoch allenfalls ein Abfallprodukt der Photonik sein. Risikokapital würde kaum für solche Dinge ausgegeben werden. Venture-Kapital fließt im Glauben an das Informationszeitalter. Und da ist das Ziel die Beschleunigung der Kommunikation. Download total, Fernsehen im Internet, das wird nur möglich sein, wenn die Bandbreiten steigen. Doch das verhindern die sogenannten Bottlenecks im interkontinentalen Glasfasernetz. Die Engpässe liegen in den Knoten. An solchen Verteilern müssen die optischen Datenpakete in wesentlich langsamere elektrische Pakete umgewandelt werden. Das ist, als wenn man auf einer Autobahn mit 10 Spuren führe und jedes Mal, wenn man an ein Autobahnkreuz kommt, umsteigen müsste in eine Straßenbahn. Auf der anderen Autobahn steigt man dann wieder um in ein Auto. Das heißt, in der Telekommunikation, heute müssen optische Signale an einem Kreuzungspunkt in elektrische umgewandelt werden, um danach wieder in optische konvertiert zu werden. Photonische Kristalle sind der Stoff, aus dem die Bandbreitenträume der Zukunft sind. Das hat man bisher nirgendwo so gut verstanden wie im Silicon Valley, südlich von San Francisco. Wir sind zu Besuch in den Forschungs- und Entwicklungslabors der Firma Agilent.
Agilent ist vor gut einem Jahr nach einem Konzernumbau aus der Firma Hewlett-Packard in Palo Alto hervorgegangen. Die sogenannten Labs sind ein Beispiel aus der Industrie für geballte Forschung auf dem neuen Feld der Photonik. Laser, optoelektronische Wandler, eine ganze Palette neuer Bauteile wird hier entwickelt. Allesamt für Anwendungen in der Hochgeschwindigkeitskommunikation. So yes, the household will be full of devices that are. Ja, im Haushalt der Zukunft wird es eine Menge optoelektronischer als auch optischer, photonischer und elektronischer Geräte geben. Doch der größte Unterschied wird die enorme Bandbreite sein. Breite Kommunikation, das heißt heute 100 Megabit pro Sekunde. Bündelt man 100 Kabel, kommt man auf 10 Gigabit per Sekunde. Die gleiche Datenmenge schafft der allerneueste hier entwickelte optoelektronische Miniwandler. Das Innenleben eines optoelektronischen Wandlers oder Transceivers, wie die Techniker sagen. Auf ein paar Millimetern sind mehrere Laser und elektronische Bauteile untergebracht, die Licht in Strom oder Strom in Licht wandeln. Viel kleiner und noch schneller geht es nur, wenn man völlig neu denkt, zum Beispiel mit photonischem Halbleitermaterial. In den Agilent Labs werden photonische Kristallscheiben zu Testzwecken mit einer Art Elektronenfräse bearbeitet. Um Lichtleiterbahnen von ein paar Nanometern Breite in den Kristall fräsen zu können, kann man zum Beispiel einen Elektronenstrahlbohrer benutzen. Doch über Tests ist man hier noch nicht hinaus. Die neuesten Computerprozessoren zum Beispiel arbeiten im Innern mit Taktraten um 1 GHz herum und das wird sicher noch mehr werden. Aber irgendwann wird es einen Engpass an den Ein- und Ausgängen des Prozessors geben. Die Idee ist, dort Licht zu nutzen. Wir wollen die Signale in großer Geschwindigkeit herumschieben und dafür braucht man einen Laser, denn nur ein Laser ist bei sehr hohen Datenraten noch kontrollierbar. Laser sollen also zunächst die Kommunikation zwischen den Bauteilen übernehmen. Doch die Anforderungen an einen solchen Laser sind hoch. Er muss schnell an- und ausschaltbar sein, wenig Strom verbrauchen und vor allem billig sein. Eine Lösung dafür könnten sogenannte VCSELs sein, die in Mike Tans Labor entwickelt werden. Solche winzigen Laser lassen sich fast nur noch unter dem Mikroskop betrachten. Sie lasen besonders schnell, das heißt, sie bauen ihren Strahl, hier der weiße Punkt, schon bei geringer Energie auf. VCSELs sind preiswert herstellbare Laser. Hier sehen wir ihre Fertigung unter staubfreien Bedingungen. Fast 100 nadelspitzengroße intensive Lichtquellen finden auf einer Siliziumscheibe Platz. Neben geeigneten Halbleitermaterialien und Lichtquellen bremst vor allem die Frage nach einem geeigneten optischen Schalter die Entwicklung photonischer Bauteile. Vergleichbar ist das mit dem Stand der Elektronik vor 100 Jahren. Wenn jemand heute ein optisches Netzwerk aufbauen will, kann er seine Signale nicht ohne große Verluste bis zum Ziel durchschalten. Das aber kann ein rein optischer Schalter. Es gibt viele Wege, Licht zu schalten. Der naheliegendste ist, das Licht über einen drehbaren Spiegel zu führen. Aber solche Spiegel sind schwer zu fertigen und wir fanden, dass die Kontrollmöglichkeiten zu gering sind. Man kann das vergleichen mit dem Versuch, eine 6,5 Meilen entfernte Person mit dem Laser zu treffen, die herumtanzt, während man selbst hin und her wippt. Wir dachten, unsere Lösung wäre einfacher, denn wir haben nur unsere Bläschenerzeuger. Gasbläschen sehen wir, weil ihr Brechungsindex ein anderer ist als der des sie umgebenden Mediums, in diesem Falle Sekt. Die Idee ist, kleine Bläschen einfach ein- und auszuschalten. Da ist ein schmaler Wellenleiter, an dem das Licht entlangläuft, und ein anderer Wellenleiter, der seine Bahn kreuzt. Die Idee ist nun, entweder das Licht gerade durchzulassen oder es in den querlaufenden Wellenleiter umzuleiten. Und dafür benutzen wir eine einfache Druckkopfdüse aus einem Tintenstrahldrucker, die unter der Kreuzung angebracht ist. Wenn wir schalten wollen, erzeugt die Düse ein Bläschen und das Licht wird an der Kreuzung abgelenkt.
when we want to switch the light. And when the bubble is there, the light actually reflects off the wall of the trench and into the crossing waveguide. Tintenstrahler sind eine leicht zugängliche Technologie. Der clevere Schalter öffnet die Datennetze für weitere Anwendungen. There are all sorts of applications that are going to spring up when people can transport huge amounts of information. Es gibt eine Reihe von Anwendungen, wenn man solche großen Mengen an Informationen transportieren kann. Wir werden die Telemedizin verbessern können, wo weit entfernte Patienten überwacht, diagnostiziert und behandelt werden können. Das ist nur ein Beispiel für eine Reihe von Anwendungsmöglichkeiten. Solche Vorstellungen werden genährt durch die Hoffnungen und manchmal auch hoffnungslosen Übertreibungen des Informationszeitalters. Wenn Sie 10 Jahre zurückblicken, hat man von Megabit pro Sekunde gesprochen, vor 5 Jahren von Gigabit. Jetzt sind wir bereits in der Tera-Ära angelangt und sogar die Tera-Ära wird schon wieder abgelöst. Ich habe neulich von der Peta-Gesellschaft gelesen. Ein Peta übrigens sind 1000 Tera. Peta, by the way, is 1000 Tera, so it's a large number. Dass das Peta-Zeitalter, falls es je kommt, mindestens genauso viel mit Licht arbeiten wird wie mit Strom, ist zwingend. Denn Elektronen werden die Pferdekutschen des Peta-Zeitalters sein. Doch bei all den schönen Spekulationen um die Zukunft der Halbleitertechnologie, eine Frage drängt sich bei den neu entdeckten Analogien von Elektronik und Photonik auf. Seit den 20er Jahren kennen Forscher die Zusammenhänge elektronischer Halbleiter. Warum kam niemand früher auf die Idee, die Frage nach photonischen Halbleitern zu stellen? Ich habe mich selbst gewundert, warum es 60 Jahre gedauert hat, bis das Konzept des Halbleiters für Elektronen auf elektromagnetische Wellen übertragen wurde. Ich weiß nicht, ob meine Antwort gut ist, aber ein bisschen trifft sie zu. Es war ein Muss. Wir mussten effizientere Laser entwickeln. Wir mussten Licht kontrollieren lernen. Wir wollten spontane Emissionen nicht länger einfach hinnehmen. Wir wollten sie technisch beherrschen. We wanted to engineer spontaneous emission. So wurde durch die unschuldigen Fragen zweier Forscher die Zukunft des Lichts geboren. Es ist anzunehmen, dass aus einem Zweig der Elektronik, der Optoelektronik, eine neue Disziplin erwächst, die Photonik. Und es ist auch anzunehmen, dass die Menschheit in ihrem Bemühen um die Beherrschung des Lichtes ein kleines Stück weitergekommen ist. Wir wussten, an den Küsten sind die Wellen zu Ende. Jetzt wissen wir, dass es den Lichtwellen nicht anders ergeht, wenn sie auf Sand, sprich auf Silizium, treffen.